Badminton. Im Herren-Einzel trat Oliver Witte gegen den Japaner Ayumu Ota an und gewann glatt in 2 Sätzen. In seinem 2. Spiel erwartete er mit dem Taiwaner Cheng Yi Huang einen stärkeren Gegner. Aber auch dieses Spiel gewann Witte mit 2:0. Im Doppel traten Witte und Burike gegen die Koreaner Shin und Wu an und verloren nach einem guten Start das Spiel mit 2:0. Bowling-Trio der Herren. Deutschland 1 ist auf Platz 12 gelandet und somit ausgeschieden. Deutschland 2 ist nach einem harten Kampf auf Platz 7 auch ausgeschieden. Golf der Herren. Alan John hat das deutsch-deutsche Viertelfinale für sich entschieden und zog ins Halbfinale ein. Nico Guldan verpasst das Halbfinale und verlor gegen den Dänen Emil Lasse Nielsen. Golf der Frauen. Amelie schlug die Türkin Ilknur Çaftar und steht somit ebenfalls im Halbfinale. Karate-Kata Einzel der Herren. Dr. Christoph Rieck stand im Achtelfinale gegen den Topfavoriten Can Murat Mert aus der Türkei. Leider hat es nicht für ein Weiterkommen gereicht. Rieck hatte aber durch die Lucky-Loser-Regelung noch die Chance auf Bronze. Allerdings ging auch das anschließende Match gegen den Venezolaner Omar José Feliz Cordero verloren. Leichtathletik. Beim Weitsprung im Siebenkampf der Frauen schaffte es Merker auf den 4. Platz, Brutscher auf den 3. Anschließend war das Speerwerfen an der Reihe. Dort wurden sie 7. und 2. Im 800-Meter-Lauf hatten die beiden keine großen Chancen, aber in der Gesamtwertung holte sich Felicitas Merker die Bronzemedaille. Nadine Brutscher wurde 5. Im 1500-Meter-Lauf der Herren lief Alexander Blei auf den 5. Platz. Im 100-Meter-Halbfinale ist Georgina Schneid als 6. Platzierte ausgeschieden. Mountainbike. Bei den Damen starteten Luise Jungnickel und Isabel Boberg gut ins Rennen. Nach der ersten Runde konnten sich 2 Russinnen absetzen, gefolgt von der Japanerin und Jungnickel. Boberg gab nach der ersten Runde auf. Jungnickel kämpfte bis zum Ende, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen und beendete das Rennen als 4. Vor ihr die Russinnen und die Japanerin. Der ausschlaggebende Grund für den 4. Platz waren wohl Probleme mit der Gangschaltung. Schwimmen. Im 4x100-Meter-Lagen-Mixed ist das Team als Vorlauf-Vierter ins Finale eingezogen. Im 400-Meter-Freistil schwamm Linda Neumann als 5. ebenfalls ins Finale. Michael Würges konnte im 50-Meter-Brustschwimmen auch nachziehen. In der Endrunde schwammen alle Deutschen jeweils auf den 8. Platz. Tennis. Verena Fleckenstein gewann ihr Match mühelos mit 6:3 und 6:4 und steht damit im Halbfinale. Tischtennis. Das Duo Micha und Schölzel verloren ihr Match gegen die Koreaner Damendoppel, Moll und Bernhard, gewann das erste Match mit 4:3 gegen die Kroatinnen. Es war ein spannendes Spiel. Anschließend mussten sie sich aber gegen die Chinesinnen geschlagen geben.